Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Ja, Leute, wir schauen jetzt mal einfach rein, was es heute so am Start gibt hier. Also, gehen jetzt mal in den Item Shop rein. Zack, da ist er. Da ist der Hollowhead. War ja gestern bereits drin gewesen, hatten wir schon drüber gesprochen, über das Ding. So, kann man den inzwischen ranzoomen, kann man immer noch nicht ranzoomen, geht immer noch nicht. So, Note habe ich ja gestern bereits vergeben für das Ding. So, dann gucken wir mal hier Carver. Carver habe ich auch gestern bereits bewertet. Hören wir uns mal an, wie die sich anhört. Dann geht's los. Dann haben wir hier die Daily Items für heute. Den Suntan Specialist. Damit er sich das Näschen nicht verbrennen tut. Das Näschen. Das Näschen. Was ist denn jetzt los? Was wird jetzt gemacht? What? Warte mal. So, also. Unser Rettungsschwimmer. Der Rettungsschwimmer hier. Der Kollege schaut ja hin auf den Rettungsring. So, SOS. Steht da SOS drauf. So. Mit seinem Schläppchen. Schläppchen! Da sind sie ja. So. Gut. Also. Ja, was soll ich dem Ding geben? Ich finde den nicht wirklich prickelnd. Und, naja. Also, der Suntan Specialist bekommt von mir. Vier Punkte. Sorry, ich finde den echt nicht gut. So, und ja, dann schauen wir doch einfach mal rein, wie sind denn die allgemeinen Bewertungen hier. Vier von, wow, vier von fünf. Bei 12 Votes. Am 29. Juli 2018 das erste Mal reingekommen. Dreimal in der Zwischenzeit da gewesen. So, dann war ich schon wieder hier. So, also dann. Das nächste ist das Rescue Paddle. Das finde ich ganz witzig, muss ich sagen. Und ja, dafür gibt es dann so eine Rettungsboje da dran an einem Paddle, festgebunden mit einer Kordel. Das Ding kriegt von mir 6 von 10. So, wie sieht's aus bei dem Rescue Paddle? Oh, wow. 2,33 von 5 bei 3 Votes erstmal am 29. Juli 2018 rausgekommen. So, wie hört es sich denn an? Zack. So, dann sind wir. Jetzt haben wir einen neuen Emote. Jetzt bin ich gespannt. Ein neuer Emote ist am Start. Ich bin gespannt, was passiert hier. Das ist ja echt relativ witzig, muss ich sagen, das Ding. Was würde ich dem denn geben? Was gebe ich dem denn? Ich gebe dem 7 von 10. 7 von 10. 500 V-Bucks, 7 von 10. So, gibt's denn dazu? Wahrscheinlich noch nicht. Glaube ich nicht, dass es da schon irgendwelche Noten. Oh, doch, gibt's schon was. 3 von 5 bei einem Vote. Ja. So, der Sprinkler. Dann geht's weiter. Dann sind wir hier bei Hyperion. Und der Hyperion, ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus.
Sieht echt nicht schlecht aus. Das Ding reflektiert. Und dem gebe ich... Also ist jetzt nicht der Oberbringer-Skin, aber er sieht echt ganz cool aus. Was ist denn da? Was wird denn da drauf angezeigt? Was ist das denn? Guck mal, steht doch da. Und ah, okay. So, ja. Also ich gebe dem 6 von 10. Und wie sieht's bei euch aus, was den Hyperion anbelangt? 4 von 5 bei einem Vote. 4 von 5 bei einem Vote. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier den Hitchhiker. Ja, finde ich echt cool. Und da es immer mal solche Situationen gibt, wo man mal irgendwo mit dem Auto schnell abgeholt werden will. Und jetzt kommt ja demnächst dieses neue Auto raus, diese Ramme da. Ja, würde ich dem Ding. Ich finde den cool. Bin ich am Legen, ich mein selber auch zu gehen. Gebe ich dem Ding 7 von 10. So, jetzt schauen wir mal. Wie sind denn da die Meinungen? Ja, also heute gehen die Meinungen echt stark auseinander. 2,88 von 5 bei 8 Votes. Am 17. September das erste Mal im Shop gewesen. Zweimal bis jetzt drin. So, und dann haben wir hier als letztes noch den Snow Squall. Und sorry, aber den, was soll ich denn da bewerten? Das Ding kriegt von mir 0 von 10. Standardgleiter. Und der Snow Squall, das ist der da. Und da habt ihr 3 von 5 bei 2 Votes. Erstmal am 15. Januar 2018 rausgekommen. Ist schon 18 Mal jetzt drin gewesen, das Ding. Man hat gerade mal 2 Votes bekommen. So, also, wenn euch das Video, alter Schielter, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, ein Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glocke! Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann. Ich mach's gut, bis dann und tschüss.